300 Schüler und Schülerinnen lernen hier in jahrgangsgemischten Klassen. Und zwar alle nach dem gleichen Stundenplan. Jeden Morgen nach der Begrüßung geht man von 8.30 Uhr bis 10 Uhr ins Lernbüro. Ein Lernbüro, das ist ein Raum, in dem Mathe, Deutsch, Englisch oder Natur und Gesellschaft gelernt wird. Welches Lernbüro besucht, also in welchem Fach gelernt wird, entscheidet jeder Schüler morgens selbst. Damit sind wir bei einem wesentlichen Kriterium dieser Schule, dem selbstbestimmten individuellen Lernen. Ganz nach dem Motto, jeder Schüler weiß selbst, was für ihn am besten ist und was er braucht, wählen und bestimmen Sie so viel wie möglich selbst. Welcher Geist herrscht an dieser Schule? Der Geist ist die Haltung, die wir den Kindern gegenüber haben. Die Kinder stehen im Zentrum. Wir glauben, dass jeder ganz viel kann, dass jedes Kind besonders ist und individuell. Und wir versuchen, jedem Kind dazu zu verhelfen, seine besonderen Potenziale zum Leuchten zu bringen. Jeder ist einzigartig und jeder kann etwas Besonderes. Eine bemerkenswerte Haltung. Es wird nicht mehr nach Leistung sortiert oder aussortiert, sondern jeder ist willkommen. Und so sitzt denn vielleicht ein Hochbegabter neben einem Autisten. Man unterstützt sich gegenseitig und jeder lernt vom anderen. Auf diese Weise wird Verantwortung und soziale Kompetenz gelebt und gelernt. Die Themen oder Lernbausteine. Das sind Aufgaben, die für die Schüler zur Auswahl bereitstehen. Insgesamt sind von jedem Schüler pro Jahr 18 Lernbausteine zu bearbeiten. Entsprechend dem Konzept dieser Schule ist es besonders wichtig, dass die Schüler selbst entscheiden, wann sie was machen, also individuell lernen können. Die Bausteine und die dazugehörigen Materialien wurden von den Lehrern erarbeitet. Das sind diese Kästen hier drin? Das sind die Karteikarten, wo man sich Schritt für Schritt den Baustein erarbeitet. Also das sind halt immer die Karten, die Aufgaben. Und dann macht man die. Und sobald man fertig ist, kommt halt die nächste Karte. Und hinten am Baustein stehen für manche Aufgaben die Lösungen drin, dass man dann selbst kontrollieren kann. Die Lösungen habt ihr auch schon in den Kästen. Ja. So wird er umgesetzt, der Geist der Schule. Vertrauen in die Schüler haben. Für Karl scheint es ganz selbstverständlich zu sein, dass in Mathe die Ergebnisse gleich mitgeliefert werden. Für manche Schüler traditioneller Schulen mag damit vielleicht ein Traum in Erfüllung gehen. Doch sie würden sehr schnell merken, dass sie mit den vorliegenden Lösungen auch für ihren persönlichen Lernerfolg zuständig sind, also Verantwortung für sich selbst übernehmen müssten. Und damit wird es nun ganz konkret das Lernziel dieser Schule. Verantwortung übernehmen für sich, die Gemeinschaft und die Welt.